Herzlich willkommen zurück zu Elden Ring, meine lieben Freunde. Ja, wir stehen hier vor einem Boss, auf den ich herzlich wenig Lust habe. Ich habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen gedrückt, hier weiterzuspielen. Aber ich kann mich halt immer drücken. Deswegen mache ich hier jetzt einfach weiter und guck, was passiert und hoffe einfach mal, dass es kein absolutes Elend wird, bis ich den Boss besiegt habe. Ja, ich habe jetzt einen Plan. Ich habe jetzt erstmal meine Seelen eingesammelt. Wie viel waren es denn? Null. Sehr gut. Gut, dass ich das gemacht habe. Weil ich habe jetzt die Idee, ich will mal ein paar andere Aschen aufwerten. Ich muss ja kurz gucken, wie viel Mana FP ich habe. 78. So, und jetzt gucke ich nämlich mal, welche Aschen ich da beschwören kann. 78, habe ich gesagt. Den kann ich nicht. Diesen Magier würde ich mir gerne mal ein bisschen aufdingsen. Oder den hier. Da müsste ich ein bisschen. Was muss ich leveln? Also das, dass ich mehr FP krieg. Aber ich habe mir überlegt, ich level den Typ hier mal ein bisschen. Vielleicht ist ja der Magieschaden, den der macht, ganz gut. Ich meine, der andere Typ ist auch schnell tot. So ist es nicht. Aber der Magier macht vielleicht ein bisschen mehr Schaden, bevor der Boss ihn umkloppt. Das ist gerade so meine Idee dahinter. Vielleicht kann ich den. Das ist auch so ein Ding. Vielleicht kann ich den im Refugium der Bestien beschwören. Und dann bleibt er vielleicht da drin stehen und zaubert raus. Und ich gucke, dass ich den Boss da draußen beschäftige. Das sind gerade so meine zwei, drei Ideen, die ich habe. Jetzt muss ich nur mal gucken, ob ich die umsetzen kann. So. Greetings. Hallo. Are you here for spirit tuning? Ja. Wo ist er? 510 Runen brauche ich dafür. Ja, da kriegen wir ein bisschen was zusammen. Ich nehme jetzt einfach mal 10 von denen. Im schlimmsten Fall kaufe ich mir einfach noch irgendwas, wenn was übrig bleibt. Greetings. Are you here for spirit? So, ja. Dann, den. 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 Nochmal? Komm. So. Okay. Ups. Dann packe ich den raus und den rein und ich hoffe. Ich hoffe einfach, dass der jetzt gut ist und ich das jetzt nicht verballert habe. So, okay. Ja, ich glaube, noch länger drücken kann ich mich nicht. Ich muss jetzt langsam mal zum Boss. Kriege ich noch irgendwas für 700 Seelen? I took you for dead, no matter 700 how Runen, you're on. Entschuldigung. Schon Waffe verstärken. Ach nein, da kann ich ja gar nichts kaufen. Okay, gut, dann hat sich das erledigt. Was bezahle ich denn für ein Level Up aktuell? 28.000. Nee, nee, nee. Da kann die uns mal ein bisschen umarmen und dann gehen wir zum I Boss. am pleased to see you again. Would you like me to hold you? Ja, Once bitte. more? The blessing is still a flame in your breast, dear. Would you like to be held? Ach so, ich bin noch gesegnet. Regardless? Nee, 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 nee. Dann kannst du mich in Ruhe lassen. Dann kannst du mich in Ruhe lassen. Ja gut, dann wieder zurück ins Refugium der Bestien. Und los geht's. So, wie gesagt, den beschwöre ich mir jetzt hier. Dann trinke ich das hier. Und los geht's. Ich mache das mal zu Fuß. Ich glaube,
macht ein bisschen mehr Sinn bei dem. So ein Dreck! Okay, der Zauberer, der macht schon nicht schlecht Schaden. Sie das bitte? Ja, das ist aber leider auch schon tot. Mein Plan ist überhaupt nicht aufgegangen. So. Komm mal her, Freundchen. Da haben wir ein bisschen mehr Platz. Oh ne, das war dumm. Okay, ich guck mal, wie es läuft, wenn ich direkt von vorne angreife und nicht von hinten. Dass ich gar nicht erst auf dieser Treppe anfange zu kämpfen. Obwohl, es ist schon ganz nett, von der Treppe aus anzufangen. Da kann ich mich vielleicht anschleichen. Nein! Da kann ich mich vielleicht anschleichen. Und diesmal auch treffen. Flaschen? Ich habe genug goldene Saaten für eine neue Flasche. Oh ja. Oh, oh ja, oh ja, oh ja. Jetzt habe ich nämlich 10. Jetzt geht's voran hier. So, der ist jetzt da. Schleiche ich mich an. Ich visiere ihn diesmal nicht an. Ich hoffe nur, dass ich diese dünnen Beinchen treffe. Ja. Nein, lass den in Ruhe. Ich brauche den noch. Zauber in der Luft ab. Der lebt noch! Scheiße! Scheiße! Okay. Ne, ich fange den Kampf direkt von vorne an. So viel Schaden hat dieser eine Angriff nicht gemacht, um mich da in so eine Position zu bringen, in der ich nicht so gut kämpfen kann, wie ich gern würde. So. Mach mal einen kleinen Bogen. Ich muss ja gucken, wie viel Platz ich hier habe. Ob hier noch irgendwo andere Gegner sind, die dann in den Kramkampf. Oh shit. Nein, doch kein. Egal, ich versuch's jetzt einfach. Nee, ich muss das ohne Pferd machen. Ich komme auf Pferd und schnell genug von dem weg. Ich muss das ohne Pferd machen. Ich mache das jetzt genauso wie eben. Nur zu Fuß. Auf Pferd reite ich nur in Position, aber dann gehe ich wieder runter. So. Diesmal trinke ich vorher auch keinen Trank unnötig. So. Dann beschwöre ich den mal. Trink das hier. Und fährt runter. Und los geht's.
Zauberer in Ruhe. Boah. So, komm mal her. Ich raff überhaupt nicht, was hier abgeht bei dem Typen. Ich raff überhaupt nicht, was hier abgeht. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, das Thema hatten wir schon mal beim Drachenblutsoldaten von Noxtella. Wenn man gegen einen Boss kämpft, der ein bisschen schwerer ist, findet immer ein Lernprozess statt. Und der Lernprozess findet hier gerade statt. Ich werde jetzt noch ein paar Versuche brauchen, aber ich werde ihn auf kurz oder lang besiegen. Davon bin ich fest überzeugt. Ja, komm mal her, Freund. Oh ja! Oh ja! Aber so viel Schaden war das jetzt leider trotzdem, ne? Oh oh. Okay. Jetzt geht er wieder auf den. Bleib doch mal hier, Junge. Dieser Move ist ekelhaft. Holt der da irgendwie anders aus als bei den normalen Schlägen? Also, wisst ihr, was ich meine? Sieht man das, dass es der Move ist und kein normaler Axtschlag? Naja. Okay. Will davon nicht getroffen werden. Na toll, jetzt haut er instant den Magier um. Nein! Verzögerten Angriff. Der holt so lange aus und ich roll schlecht getimed. Oh, sowas nervt. Sowas nervt mich. Ich sag's, ich hab's glaube ich bei anderen Bossen schon gesagt. Oder bei Dark Souls hab ich's auch schon gesagt. Für mich gibt's nichts Schlimmeres als verzögerte Angriffe. Das bricht mir immer das Genick. Das ist wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. So. Jetzt hat der Fokus auf mich. Ja.
du, was das Ding ist? Ich glaube, so dieses Viertel, was ich mir jetzt abgezogen habe, ist so das meiste was an Schaden, was ich bis jetzt geschafft habe. Ich befürchte ja, dass er noch eine Phase 2 hat. Die ich dann auch wieder komplett lernen muss. Gehen wir mal aus dem Weg, danke. Die ich dann auch wieder komplett lernen muss. Lass den Magier in Ruhe. Komm da runter, gefälligst. Was ist los mit dir? Lebt er noch? Er lebt noch! Er lebt noch! Abvisiert.
gerollt. Er hat's nicht getan. So eine Scheiße. Aber ich glaube, ich habe ihn raus, wie er funktioniert. So schwer ist er, glaube ich, gar nicht. Man muss nur mega, mega aufpassen. Ja klar muss man aufpassen. Das schreit wieder wirres Zeug. Das ist der Bosskampfmodus, da schaltet mein Gehirn ab. Ich lasse meine Instinkte arbeiten. Das ist so der beste Weg, einen Boss zu legen. Ich sehe nichts. Schon mit dem, das ging diesmal deutlich schneller. Am liebsten wissen wir es ja, wenn er seinen Sprung anfängt. Ja, genau der. Nee, das war nicht gut. Das war nicht gut. Okay, egal. Ich sehe schon einen Fortschritt. Das ist das Allerwichtigste erstmal. Ich hätte den gerne in einer Folge gelegt. Aber ich muss mal gucken, vielleicht werden es zwei. Aber ich hoffe mehr nicht. Weil das ist ja schon sehr traurig. Gerade wenn ich ihn jetzt schon so weit hatte und er grundsätzlich weiß, wie er funktioniert. Hey! Nein! Da genau das meine ich. Woher hätte ich jetzt wissen sollen, dass er das macht und nichts anderes? Das ist noch so das Einzige, was ich nicht so ganz geregelt kriege. Auf ein neues. Jetzt frage ich mich halt auch schon wieder, ist der Magier der richtige Mann für den Job? Oder vielleicht doch der Typ mit dem Bogen? Ich meine, der macht schon gut Schaden. Aber ich glaube, der andere würde auch nicht so viel mehr aushalten, dass er länger lebt. Ach, Mann. Da oben, komm wieder runter.
Ja, natürlich. Natürlich machst du das so. Ich sag noch, so schwer ist er nicht. So eine Scheiße. Ja, soll ich es doch mal mit dem Bogenschützen probieren? Vielleicht lebt er einfach ein bisschen länger. Kann ich den nochmal aufwerten? Das mache ich jetzt mal schnell. Ich werte den mal auf. Oder ich guck mal, ob ich ihn noch aufwerten kann. Und dann benutze ich den mal, in der Hoffnung, dass er einfach ein bisschen... Ah ne, das geht zu den zwei Fingern. In der Hoffnung, dass er einfach ein bisschen länger überlebt. So, hallo. Hallo. Ja. Was will die für den haben? 1500. Greeting, do you hear for spirit? Yup, so. So, den kann ich auch nochmal aufwerten. Da brauche ich jetzt, na, knapp 2000. Na, verdammt, das reicht schon nicht ganz. Ich verkaufe mal ein bisschen was, wenn ich was hab. Ich habe 40 giftige Wurfpfeile. Vielleicht kann ich ja noch einfach... Ach, ich könnte auch einfach mal Kram auf meine Waffe machen. Wieso nutze ich das nie? So, ich brauche 300. Ah, hätten sogar weniger gereicht. Aber ey. Nein! So. Sind jetzt beide auf Stufe 4? Der ist 4 und der ist 4. Okay, dann gehe ich wieder zurück zum Boss. Und guck mal, wie das damit wird. Der hat mit seinem Bogen eine höhere Reichweite. Vielleicht bleibt der ja drin stehen. Boah.